Ich stand im letzten Jahr vor einer beruflichen Veränderung und durfte Führungsverantwortung übernehmen und habe mir diesbezüglich einfach nochmal eine zweite Person gewünscht, die mich mit ihrem Fachwissen und auch der Menschenkenntnis bei dieser neuen Tätigkeit auch unterstützt. Für mich als neuer Mitarbeiter stellt das Mentoring-Programm hier bei der Feuerwehr Westmünsterland natürlich eine Riesenmöglichkeit dar, um das Unternehmen auf eine andere Weise kennenzulernen, um die Unternehmenskultur kennenzulernen und als ehemals Außenstehender jetzt noch tiefer in die Materie reinzuwachsen und das durch eine Person, die ja nicht in meiner Abteilung arbeitet. Ja, ich habe mich für das Mentoring-Programm entschieden, um mich intensiv über persönliche als auch fachliche Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Feuerwehr auszutauschen und einfach ja, mit einer erfahrenen Person darüber in der Feuerwehr zu sprechen. Ich wünsche mir, dass ich persönlich reife, dass ich inhaltlich sehr viel mitnehme und durch jemanden, der einen deutlich größeren Erfahrungsschatz hat, mir einiges mit auf den Weg geben kann. Für mich habe ich verschiedene Perspektiven mitnehmen können, die mich sowohl persönlich bereichern als auch fachlich und methodisch. Was Besonderes in der Form vielleicht nicht, aber ich erhoffe, dass man einfach ehrliches Verhältnis zueinander entwickelt und man ehrlich miteinander sprechen kann und so ja, ein Wohlbefinden füreinander aufbauen kann. Ich durfte sehr viel von der sehr guten und vielseitigen Menschenkenntnis meiner Mentorin profitieren, unterschiedliche Perspektivwechsel auch nochmal einnehmen. Und ja, wir hatten einfach jede Menge Spaß. Das Programm kann ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Es bietet eine gute Möglichkeit, sich innerhalb der VR-Bank zu vernetzen und auf viel Erfahrung zurückzugreifen. Bis jetzt bin ich noch nicht gestartet, aber von dem, was ich bis jetzt gehört habe, durch meinen Menti-Kollegen, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich eine Teilnahme am zweiten Programm empfehlen. Und zwar überlege ich sogar, eine zweite Runde zu starten.